So Freunde, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir sind, wie schon vorher angekündigt, nach Poretsch gefahren. Ganz genau. Und heute Abend stirbt hier am Hafen echt der Bär. Und wie das hier genau aussieht und alles, wollen wir euch jetzt hier zeigen. Da ist schon Bella. Ciao, ciao. So Freunde. Poretsch City. Live-Bühne. Und hier geht's heute Abend ab. So, wir haben jetzt gerade mal 21 Uhr. Wir wärmen uns jetzt hier ein bisschen auf, werden uns die Live-Bühne mal ein bisschen genauer anschauen, die ihr gerade genau da seht. Der Platz fühlt sich schon langsam ziemlich gut. Hier haben wir unser Getränkecenter, wo wir uns auch alles angucken. Ganz genau. Da ist Bella. Ganz genau. Bella. Und da ist Andy, ein Freund, den wir auch mitgenommen haben hier nach Kroatien, der auch mit dabei ist. Und jetzt schauen wir mal, was heute Abend hier so abgeht. Nicht wahr? Auf jeden Fall schon mal sehr vielversprechend. Wir sagen einmal ciao, ciao. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. So Freunde, wir sind von oben jetzt runtergelaufen. Ich wollte euch noch einmal ganz kurz zeigen, hier ist auch der Laden von Poretsch. Misery Parfums. Wir haben euch ja schon vorher gesagt, dass der Laden zeitweise geschlossen hat. Jetzt ist natürlich heute Sonntag wegen Silvester, deswegen hat der Laden zu. Wir wollen euch nur einmal zeigen, für alle die es nicht wissen. Den Laden gibt es wirklich. Für die das Sommervideo gesehen haben, werdet ihr euch erinnern, hier ist Misery Parfums und da ist auch die Adresse. Zack. Zack. Wie gesagt, heute geschlossen wegen Sonntag, aber hier ist die Adresse. Wisst ihr noch einmal Bescheid. Alles klar. Und hier sind wir schon beim nächsten Spot. Überall in der Stadt ist heute Happy Party. Ich glaube, da wird ein geiler Abend. Ich hoffe, man kann mich hören. Wir sind jetzt hier auf dem ehemaligen Weihnachtsmarkt in Poretsch. Also ich bin extra zwischendurch zeitweise mal ruhig, um die Bilder für sich wirken zu lassen, aber Fakt ist, wenn ihr euch das mal anguckt, da können die deutschen Weihnachtsmärkte einfach abscheißen, ne? Also das ist der Knaller. So, an jeder Ecke ist hier Ramazamba, aber eins ist natürlich auch ganz wichtig, bevor wir gleich hier richtig Hackengas geben und alles genießen können, gehen wir erstmal vernünftig essen. Und da haben wir hier eine Karte 1 gesehen, Big Steak, 1 Kilo, 47 Euro. Freunde, also früher hast du mal einen T-Bone Steak gesehen, weiß der Geier, 750 Gramm, aber 1 Kilo und dann für 47 Euro, wie echt noch nie gesehen. Hätte ich gern genommen, bestellt, aber so viel wollte ich dann auch nicht essen, dann wäre ich im Anschluss direkt schlafen gegangen. Da wäre mit Party nichts mehr gewesen. Wodka? So, alles klar. Nachdem wir auch geklärt haben, dass Robin keinen Wodka bekommt und der Kellner nur einen Spaß gemacht hat, habe ich mich für den Filetteller entschieden mit mediterranem Gemüse. Super geil. Ansonsten zeige ich euch hier nochmal die Preise der restlichen Fischkarte. Alles super interessant, aber wie gesagt, wenn irgendwas in der Karte manchmal empfohlen wird, sollte man sich auch an die Empfehlungen halten. Und ich kann schon mal spoilern, der Fisch war grandios. Hier haben wir frisch gebackenes Pizzabrot bekommen, nur mit Knoblauch und wir waren alle begeistert. Für Robin gab es die klassischen Spaghetti in Tomatensoße Napoli-Art, auch super lecker.
Und da ist der mediterrane Fisch, den ich und Bella uns bestellt haben. Der war einfach ein Knaller. Also wirklich, die Soße, die muss stundenlang auf dem Herd geköchelt haben. Die hat so einen Bums gehabt, das war einfach nur geil. Ja, und Andy hat eine Menge vor, ne? Der hat sich dann für die Grill-Mix-Teller-Platte entschieden und genau. Ich glaube, der hat 45 Minuten darin gegessen. So, nach dem Essen sind wir dann nochmal über den Weihnachtsmarkt zurück nach oben zur Hauptbühne, denn da geht jetzt das Live-Konzert los und das wollen wir natürlich nicht verpassen. Auf geht's! Was soll ich sagen, Leute? Der ganze Platz nur voll guter Laune. Kein Ärger, kein Rambazamba, den ganzen Abend nur Party. Robin hat Spaß gehabt, wir waren alle begeistert. Andy und Bella die ganze Zeit am Mitsingen. Das Konzert war der absolute Wahnsinn. Einfach nur geil. Und jetzt zählen wir gleich runter und dann ist es soweit. Stören allerdings ist es hier in Kroatien braucht, dass nicht der Mann als erstes frohes neues Jahr wünscht, sondern die Frau. Deswegen der kurze Moment, wo ich gewartet habe, bis Bella spricht. Frohes neues Jahr! Wo ist das Feuerwerk? Frohes neues Jahr, mein Sohn! Frohes neues Jahr, ich liebe dich! Ich liebe dich! Frohes. Ende! Frohes neues Jahr, Ende! Frohes neues Jahr! 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 Frohes Ja,
I svedok živim, i svedok imam glas, ja plakat ću za nas. Bože, daj da budem ja, daj da budem utora. Živi kuk, oče, i sam. Desna za ovom, ljubav, ljubi se. Još čuvara su nešto. Dummes Gesicht! Jeder macht ein dummes Gesicht zum Neujahr. Du musst ein dummes Gesicht machen, danke reicht. So, wir wünschen alle ein frohes neues Jahr. Ja, hier ist der Robin, da ist der Rob, genau. Da ist die Bella, da ist der Andy. Also, euch allen ein frohes neues Jahr aus Porridge. Also aus Kroatien. Was ist das Ding? Aus Kroatien. Ist auch richtig. Ciao. Ciao. Ciao.